Das ist der 21-jährige Peter. Er hat gerade seinen Job gekündigt und er ist wild entschlossen, sein eigenes Ding zu starten. Er ist jung, ambitioniert und weil er ein Sixpack hat, meint er, alles, was er genug hat dafür arbeitet, kann er erreichen. Also auf meinem Jugendkonto sind noch ganze 140 Schweizer Franken. Sparkonto ist bei 0. Mein Investmentkonto ist bei 0 und Bargeld habe ich noch 133. Falls du jetzt die verrückte Idee hast, dein eigenes Business zu starten, obwohl du vielleicht keine Vorkenntnis, keine Skills, keinen Plan und kein Startkapital hast, möchte ich in diesem Video meine 5 Learnings mit dir teilen, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mein eigenes Business gestartet habe. Der erste Punkt ist, ich hatte eine falsche Einschätzung. Ich weiss noch, zu dem Zeitpunkt bin ich definitiv am meisten beeinflusst worden durch Leute, die ich auf Social Media verfolgt habe. Das hat mich definitiv inspiriert. Ich habe gesehen, alle machen Videos, haben eine grosse Community und helfen denen und verdienen so ihr Geld. Aber was ich dort falsch verstanden habe, dass eigentlich alle zuerst ein funktionierendes Business aufgebaut haben oder zumindest eine Fähigkeit oder ein Skill, wo sie können vermarkten und von der sie wirklich leben. In dem Fall habe ich das komplett falsch verstanden und habe gedacht, ich muss einfach genug viele Videos machen, damit ich irgendwann davon leben kann. Punkt Nummer 2. Du brauchst keine crazy Idee oder eine komplett neue Innovation, um ein Business zu haben. Vielmehr brauchst du eine Fähigkeit, die einen wirklichen Mehrwert für Unternehmen oder für Personen generiert. Wie zum Beispiel Copywriting, Webdesign, Fotografie, Videografie und. Und um so eine Fähigkeit zu erlernen, braucht es vor allem Zeit. Was jetzt du denkst, ja gut, so eine Fähigkeit habe ich nicht. Keine Angst, ich habe sie auch nicht gehabt. Es gibt gute News. Du kannst heutzutage fast jede Fähigkeit online lernen. Oder zumindest bis zu einem höheren Grad dich weiterentwickeln. Punkt Nummer 3 ist, lerne die fundamentalen Sachen von einem Business. Die sind Marketing, Verkauf und, wie vorhin schon angesprochen, deine eigentliche Fähigkeit oder dein Produkt. Wenn du am Anfang gerade alle drei Sachen miteinander machen solltest, dann wird es brutal schwierig. Weil jedes Einzelne muss man wie separat neu erlernen und es braucht auch dort wieder Zeit. Aus diesem Grund kann ich dir empfehlen, auch nach einer Möglichkeit zu suchen von einem bestehenden Unternehmen, wo du für eine gewisse Zeitdauer, für 3 bis 6 Monate zum Beispiel, nur dich auf etwas oder auf 2 Sachen fokussierst. Für mich war es zum Beispiel so, eine Video-App zu vermarkten und zu verkaufen, ist viel einfacher, wenn ihr das noch selber programmieren müsst. Und zum Beispiel im Verkauf habe ich im Winter 2019 für eine Fundraising-Agentur jeden Tag lang mit mehr als 500 Leuten geredet. Und falls du dich jetzt fragst, ja, das sind genau die, die der Bahnhof dich immer ansprechen, ob du kurz Zeit hast. Sorry, kurz, hast du kurz Zeit? Nur ganz kurz, gerade wirklich nur ganz kurz, brauche einfach nur. Aber genau das war für mich ein mega Schlüsselmoment und etwas, wo ich heute zurückschaue, wo ich denke, so wertvoll war, weil es erstens mir gelernt hat, mit Nein umzugehen und zweitens mir die Angst genommen hat, auf Leute zuzugehen und sie einfach um etwas zu fragen. Punkt Nummer 4 ist, find einen Mentor. Ich weiss noch, ich bin mega fasziniert vom Business starten nur vom Laptop. Und ich habe herausgefunden, dass es in Bali ein Coworking Space gibt, wo Hubot heisst. Back at Hubot. Wo viele von diesen digitalen Unternehmern dort waren. Und nachdem ich bei dieser Fundraising-Agentur gearbeitet habe, weiss ich noch, habe ich alles mein Geld genommen, das ich verdient habe. Ich habe einen neuen Laptop gekauft, eine Drohne. Die DJI Spark Drohne. Oh mein Gott. Und ein One-Way-Ticket, um dort herzugehen. Und am ersten Tag, als ich dort mich an der Rezeption eingeschrieben habe, habe ich per Zufall den Guillaume kennengelernt. Es hat sich herausgestellt, dass der Guillaume schon seit über 10 Jahren Unternehmer war und dass er erfolgreich eine App in seinem Heimatland verkauft hat. Und wie das Glück meine spielt, ist er genau mein erster echter Mentor geworden. Weil ein paar Monate später, als ich wieder zurück in die Schweiz reisen musste, weil ich wirklich kein Geld mehr hatte. Genau zu dem Zeitpunkt habe ich das Telefon von ihm bekommen und er hat mich gefragt, so, hey, hättest du Interesse, Momento hier in der Schweiz aufzubauen? So the appointment was very interesting. They were looking for something exactly like what we have now. Natürlich habe ich ja gesagt,
Und schlussendlich habe ich alles, was ich in den nächsten 6 Monaten von ihm verlieren durfte, konnte ich 1:1 für mein eigenes Videobusiness nachher genauso umsetzen. Und das ist brutal wertvoll. Der 5. und letzte Punkt ist, fang trotzdem einfach an und finde Sachen raus während dem Machen. Vor 3 Jahren war meine erste Geschäftsidee, einen Speedreading-Kurs zu machen. Ich habe einen Verkaufsstand gebucht, ich habe eine Präsentation zusammengestellt, ich habe einen Kursraum gebucht und ich habe sogar einen Laptop und eine Kamera ausgeliehen vom Kollegen, um ein Marketing-Video zu machen. Die gesamte Investition war etwa 1000 Franken. Was denkst du, wie viele Leute sind an den Kurs gekommen? Null. Aber auch wenn sich keine einzige Person eingetragen hat, ist es eine unglaublich wertvolle Lektion gewesen. Und vor allem habe ich durch das per Zufall das erste Mal einen Berührungspunkt mit Videos, wo ja schlussendlich, wenn man heute zurückblickt, eigentlich so wie der erste Startschuss war für das, was ich heute mache. Am Ende würde ich sagen, ich habe komplett überschätzt, was ich in 3 bis 6 Monaten erreichen kann. Also ich habe gedacht, ich verdiene viel schneller Geld und habe mir auch finanzielle Ziele gesetzt, anstatt mir so ein finanzielles Ziel zu setzen und mich nur auf das zu fokussieren, würde ich mir sagen, ey, fokussiere dich als erstes darauf, eine richtig gute Fähigkeit zu entwickeln, die wirklich auch gefragt ist und wo Unternehmen einen wirklichen Mehrwert generiert. Und als zweites fang an, die fundamentalen Skills vom Business, also eben Verkauf, Marketing und deine eigene Fähigkeit, Schritt für Schritt zu entwickeln. Und dann wirst du merken, dann wirst du viel schneller vorwärts kommen, als du denkst.